We got a situation and it calls for a solution that upholds our domination of the planet. We're gonna make our case and we're gonna make it well. And if you don't like our logic, you can can it. We'll lie about the missiles and the nuclear research. We'll lie about uranium. We'll build military bases and smile for reporters as we give away bubble gum. We'll lie about Bin Laden, his connections with the Saudis. We'll lie about 9-1-1. We'll lie about the bandits, their connections to Al-Qaeda, because we know there's none. It's Operation Iraqi Liberation. Tell me, what does that spell? Operation Iraqi Liberation. O-I-L. And at this day, we want to show that the people really seriously will do it to go into this area if the military tries to throw the bombs. Es geht weder in Afghanistan noch sonst wo auf der Welt um Aufbauhilfe oder Menschenrechte, wenn militärisch interveniert wird. Es geht vielmehr um Ressourcensicherung und Flüchtlingsabwehr. Es geht um Wohlstandssicherung weniger auf Kosten der Rechte und Interessen aller anderen. Es geht um die Durchsetzung und Macht neoliberaler Wirtschaftsstrukturen. Die Probleme dieser Welt, gleichgültig ob in Afghanistan, Irak, Iran, Somalia oder Kongo, werden nicht mit militärischen Mitteln gelöst. Es bedarf stattdessen gewaltiger ziviler, politischer, wirtschaftlicher und sozialer Anstrengungen, die Welt vor dem Abgrund zu bewahren. Und wir lassen uns das Protestieren nicht verbieten und auch nicht die Protestform. Weder durch ein Betretungsverbot der Bundeswehr noch durch Allgemeinverfügungen. Durch die eigene Anwesenheit auf dem Bombenabwurfplatz zu B oder vielleicht sogar zu verhindern, ist hier nicht ganz neu. Die Wurzel dieser Entschlossenheit hier in dieser Region entstand vor ungefähr fast 50 Jahren, nämlich als die Sowjetarmee im Rahmen einer Brandrodungsaktion dieses Gelände hier besetzt hat und hier den Bombenabwurfplatz eingerichtet hat. Und dann 40 Jahre lang hier Bombenabwürfe geübt hat. Dieses haben die Leute hier nicht vergessen. Und das hat auch letztendlich dazu geführt, dass jetzt in der Situation in 2004, als es schon so aussah, dass das Gelände, weil die Bundesgerichte natürlich zugunsten der Bundeswehr entschieden haben, in Betrieb gehen sollte, seitdem hat sich diese Zahl der Personen, die dazu bereit sind, deutlich erhöht. Es sind mittlerweile über 800 Personen hier aus der Region, die unmittelbar Betroffenen, die bereit sind, auf das Gelände zu gehen. Und es sind nochmal genauso viele von außerhalb der Region. Und wir möchten euch alle einladen, diese Kampagne mitzutragen, mitzuunterstützen. Und wir laden letztendlich alle ein, einen Tag im Jahr hier vorbeizukommen und die wunderschöne Heidelandschaft auf dem Bombardierungsgebiet zu genießen. Dankeschön. I would like to express my greetings of solidarity to people in Vicenza, and we hope we will be able to join the meeting in July, which will be in Vicenza. Thank you.
basta, basta. Io ci credo, famiglia. И папа, и мама, и даже тетя Двойра на свадьбе все кричали тарара. Прошло лишь полгода, родился сын у мамы. Ну как же я also wie angemeldet geht die Demo geradeaus weiter. Die Leute, also ich sehe hier laufen immer mehr Leute einfach querfeld ein. Eigentlich geht die angemeldete Demo doch geradeaus weiter. Ihr könnt ja nicht einfach hier. Wir sind jetzt hier mitten auf dem Bonbon-Rum-Gelände in der Kyritz-Ruppiner Heide in der Nähe von Berlin. Und das ist ein Gelände, wo die Bundeswehr, die NATO und die EU-Truppen Krieg führen üben wollen. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir das auch in Zukunft nicht hinnehmen werden, dass hier Krieg geübt wird. Und dass wir auch eine enge Beziehung sehen zwischen dem, was hier geübt werden soll und zwischen der Politik der G8-Staaten. Wo ist mein Haus? Neokolonialismus bedeutet, wirtschaftliche Ressourcen für die reichen Länder sich zu erhalten, indem man auch mit militärischen Mitteln darum kämpft, dass diese Ressourcen weiter für uns sind. Das bedeutet Krieg, auch wenn es da inzwischen so schöne Wörter gibt, von wegen friedenserhaltende Maßnahmen mit erhöhter Kampfintensität. Wir nennen das immer noch Krieg und wir möchten nicht, dass das geübt wird. Deshalb sind wir heute hier. Das Bündnis No War, No G8 hat den heutigen Tag zu dieser Aktion aufgerufen. Es sind Clowns hier, es sind Fahrradkarawanen, Euromärsche hier, es sind Leute hier, die von hier aus zu Block G8 weiter wollen. Insgesamt wollen überhaupt ganz viele weiter nach Rostock, weil wir eben diese enge Beziehung sehen. Zwischen dem, was hier auf dem Bonbon-Rum-Gelände passieren soll und zwischen dem, was in Rostock passiert, was beim Gipfel passiert. Die Bundeswehr ist hier seit 15 Jahren. Es gibt hier einen Kommandanten und der hat auch ein paar Soldaten und Feldjäger, aber die dürfen hier nicht üben. Was sie allerdings machen, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das legal ist, sie bereiten das Gelände vor dafür, dass sie üben. Die haben zum Beispiel die Zielpyramide aufgestellt, die haben so Radaranlagen aufgestellt und sie haben eine ganze Menge unterirdische Anlagen auch hier gemacht, um das vorzubereiten, dass sie hier üben können. Normalerweise ist dieses Gelände ja offen für eine Menge Leute, die hier drauf arbeiten. Es wird aber gleichzeitig der Eindruck erweckt in der Öffentlichkeit, dass es hochgefährlich sei, dieses Gelände zu betreten, dass hier überall Blindgänger sind und man das auf keinen Fall machen kann. Das halten wir für eine Maßnahme der Bundeswehr, um eben Menschen davon abzuhalten, herzukommen. Aber es sind, wie gesagt, hier Jäger unterwegs, es gibt hier Treibjagden, es sind hier Waldarbeiter unterwegs. Und es sind Imker und Schäfer unterwegs auf dem Gelände, normalerweise eben in Bereichen, von denen die Bundeswehr sehr gut weiß, dass da keine höhere Blindgängerbelastung ist als in irgendeinem anderen Wald. Und wir sind jetzt hier auch auf einem solchen Gebiet, was auf den Karten der Bundeswehr ausgewiesen ist, als ein Gebiet mit
wo keine höhere Belastung ist als außerhalb. Durch unsere Aktion jetzt ist das auch nochmal bekannt geworden, weil die Bundeswehr nämlich für diese Tage jetzt das Gelände gesperrt hat für alle, die sonst hier arbeiten. Und das ging durch die Presse. Und dadurch ist vielen Menschen in der Region überhaupt erst bewusst geworden und auch außerhalb, dass das ja gar nicht so ist, dass man dieses Gelände nicht betreten kann. Was passiert da jetzt? Oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte sein, dass die anderen ankommen. Es gibt ja, oh nee, da kommt, was kommt denn da? Da kommt irgendein Auto. Das sieht ein bisschen aus, als ob das ein militärisches Auto ist. Das ist nämlich nicht rosa, sondern olivgrün. Sie haben uns doch nicht gesehen. Warte, warte. Okay, Sigi, Mücke, Mücke, Mücke! Wir gehen in einen Hinterhalt, wir machen einen Hinterhalt! Make a circle around them! Yeah! Let's make a circle! Circle around them! Your right foot out! In, out, in, out! It's got the bomber drum! It's got the bomber drum and we bring it down! That's what it's all about! No! We're dropping bombs! No! Es gab hier früher schon mal einen sogenannten Pink Point, einen ehemaligen Kommandostand, der in einer Aktion 2002 pink angestrichen wurde, was die Bundeswehr sehr gestört hat, diese Farbe. Und der ist inzwischen abgerissen worden und wir haben uns entschlossen, diesen Ort hier diesmal zu besetzen. Das ist auch ein ehemaliger Kommandostand, auch den pink anzumalen und hier mit diesen rosa Pyramiden zu siedeln. Die Bundeswehr hat im Zielgebiet eine Pyramide aufgestellt als Ziel und unser Motto heute ist, jedes Ziel ist ein Zuhause. Deshalb werden wir hier auch in solchen Zielpyramiden teilweise schlafen heute Nacht. Wir sagen, überall wo Bomben fallen, treffen sie Menschen und möchten zeigen, dass wir uns da betroffen fühlen und wir was dagegen unternehmen wollen, dass hier geübt wird. Ja, wir haben also mitgekriegt und haben das dann auch selber überprüft, dass die Bundeswehr die Zielpyramide aus dem Zielgebiet im Vorfeld unserer Aktion entfernt hat. Und auch diese Radargeräte haben sie entfernt und verschiedene andere Sachen, die auf dem Gelände waren, offensichtlich aus der Befürchtung raus, dass sie dann auch nachher rosa sind oder weg oder so. Aber wir haben ja jetzt ganz viele neue Pyramiden für sie mitgebracht. Also das Gebiet hier ist 130 Quadratkilometer groß, ist ein Gebiet, was die Sowjetarmee in den 50er Jahren enteignet hat, um hier Bombenabwerfe zu üben. Nach der Wende hieß es eigentlich, das sollte zurückgegeben werden an die lokale Bevölkerung, an die ehemaligen Eigentümer. Aber dann hat die Bundeswehr entdeckt, dass das ein Gelände ist, was wunderbar für ihre Zwecke geeignet ist und hat angefangen, entgegen früherer Versprechungen, hier Schilder aufzustellen, Truppenübungsplatz. Daraufhin hat es Klagen gegeben, die dazu geführt haben, dass sie diese Schilder erstmal überkleben mussten. Sie haben zwar jetzt noch da stehen, militärisches Sperrgebiet, aber nicht mehr Truppenübungsplatz. Der Stand ist jetzt, dass vor Gericht erstmal entschieden werden muss, ob das Nutzungskonzept der Bundeswehr sich verträgt mit den Rechten der Anwohner hier, die ein Recht haben, hier zu leben, die ein Recht haben, hier auch vom Tourismus zu leben, der mit Tiefliegern nicht möglich ist. Das ist das, was vor Gericht geklärt wird und deshalb kann die Bundeswehr im Moment nicht üben, seit 15 Jahren nicht. Und es gibt eben hier vor Ort die Bürgerinitiative Freie Heide, die Aktionsgemeinschaft Freier Himmel, die Unternehmervereinigung Pro Heide und noch Urlauberinitiativen, die sich alle seit 15 Jahren dafür engagieren, dass hier wieder ziviles Gelände herkommt und dass hier die Bundeswehr nicht übt. Letztes Jahr sind wir hierher gekommen mit einem neuen Projekt, das heißt Sichelschmiede, da gehöre ich dazu. Wir haben uns gesagt, dieser lokale Widerstand braucht einfach Unterstützung von Menschen von überall her, denn das ist kein lokales Thema und wir wünschen uns, dass die bundesweite und internationale Friedensbewegung eben hier auch mehr aktiv wird. Denn wie der Anwalt, der die Kläger hier vertritt, immer sagt, die Prozesse, die können die Sache aufhalten. Es wird also jetzt mit einer Hauptverhandlung in diesem Sommer gerechnet und dann wird es vielleicht noch eine nächste Instanz geben, aber letztlich entschieden wird es nicht im Gerichtssaal, sondern es wird es politisch. Und dazu müssen wir einen politischen Druck aufbauen dagegen, dass hier Bombenkrieg geübt wird. Wir hoffen, dass von denen, die heute hier sind und auch von denen, die darüber jetzt Berichte lesen, viele, viele diese Kampagne auch mit unterzeichnen und damit der Bundeswehr und der NATO klar machen, wenn ihr hier Krieg üben wollt, dann gibt es einen ganz massiven Widerstand dagegen. Wir wünschen uns, dass dieser Ort und auch die rosa Pyramiden zu einem Symbol wird für den Widerstand gegen Kriegseinsätze weltweit. Rosa sind die Pyramiden übrigens aus einem bestimmten Grund. Die Bundeswehr hat natürlich keine rosa Pyramiden, die ist bei denen rot-weiß, so in Signalfarben. Und wir finden eben, dass rosa als antipatriarchale und unmännliche, antimilitärische Farbe genau die richtige ist für unsere Pyramiden.
Kriegführung findet ja heute nicht mehr zwischen gleich starken Armeen irgendwie statt, sondern ganz viel so, dass eine überlegene Armee den Widerstand vor Ort einfach einschlichtert und niederschlägt. Und da spielen eben Bomber eine ganz große Rolle. Und hier auf diesem Platz, der ist so groß, dass hier geübt werden kann, das Zusammenwirken von den Bodenstreitkräften und den Luftstreitkräften. Und das soll hier passieren, plant die Bundeswehr und plant die NATO, dass hier also bis zu 1000 Soldaten auf dem Boden unterwegs sind, Bodentruppen, und die Zusammenwirken mit den Luftstreitkräften üben. Da geht es um Tiefflüge, da geht es um eben Bombenabwerfen aus dem Tiefflug, aber es geht auch um Abwurf aus großen Höhen, Präzisionswaffen, die aus großen Höhen abgeworfen werden sollen. Und unter anderem auch um Atomwaffen. Also es wird hier zwar nicht offiziell zugegeben, dass sie hier üben wollen, wie man Atomwaffen abwirft, aber sie wollen hier, im Betriebskonzept steht, dass hier die sogenannte Schulterwurftechnik geübt werden soll. Und das ist eine Technik, die man für Atombomben braucht, die ja zum Beispiel in Büchel gelagert sind und auch den Flugzeugen dort zur Verfügung stehen, den deutschen Jagdbombern. Und die ganze Kriegführung der NATO und der EU, für die ist dieser Platz einfach ganz, von ganz zentraler Bedeutung, weil sie hier genau das üben können. Auch das Zusammenwirken von multinationalen Streitkräfteverbänden, das soll hier geübt werden auf diesem Platz. Also die NATO, aber auch die EU-Battlegroups sollen hier üben und eben natürlich die Bundeswehr selber, sodass das ein Platz wird, der einfach in diesem ganzen Gemenge von NATO-Militärpolitik einfach eine ganz bedeutende Rolle spielt. Das hier ist der größte Truppenübungsplatz oder Bombenabwurfplatz auf dem europäischen Festland. Es gibt noch zwei Plätze in Deutschland, auf denen auch Bombenabwürfe geübt werden, aber die sind deutlich kleiner. Und die Bundeswehr selber sagt, dass sie das, was sie in Zukunft üben wollen, nur hier so richtig üben können. Die Bundeswehr sagt auch, die hat schon letztes Jahr einen Eilantrag gestellt, dass sie trotz der laufenden Verfahren anfangen wollte, hier zu üben. Da haben sie das damit begründet, dass sie in den schnellen Eingreiftruppen jetzt eine Aufgabe haben und dass sie die nur erfüllen können, wenn sie tatsächlich täglich von ihrem Heimatflughafen aus hier üben können und dass sie das an keinem anderen Ort machen können. Das ist durch die Gerichte verhindert worden, die haben diesem Eilantrag nicht stattgegeben, sodass die Bundeswehr dieses dringende Bedürfnis hier zu üben nicht erfüllen konnte. Morgen früh stehen wir früh auf, frühstücken und machen uns dann auf den Weg nach Rostock. Seit 1986 leisten Instrumentalistinnen und Musikerinnen musikalischen Widerstand gegen die Bedrohung und Unterdrückung von Menschen. Unsere Aktionsformen sind Konzertblockaden und Besetzungen. Dabei gehen wir in der Tradition des zivilen Ungehorsams vor. Konzertaktionen von Lebenslaute fanden schon an vielen Orten statt. Beispielsweise vor den Toren von Atomfabriken, in Abschiebeflughäfen, an Standorten von Atomraketen und auf einem Genmaisfeld. Lebenslaut ist eine offene Gruppe. Für jede Aktion kommen jedes Jahr Leute zusammen, treffen sich,
proben 4 Tage, so wie dieses Jahr auch. Wir waren in Schweinrich und machen dann gemeinsam die Aktion. Wer nächstes Jahr Lust hat mitzumachen, nimmt einfach Kontakt zu uns auf. Dann verabreden wir, wo die Aktion stattfindet und ihr macht mit und wir werden mehr. Wenn ein Soldat also meint, er muss in der Öffentlichkeit in Uniform rumlaufen, dann muss er auch damit rechnen, dass er auf seine Beteiligung an Kriegseinsätzen angesprochen oder angepöbelt wird. Und wenn das Militär so männlich und patriarchal daherkommt, dann ist klar, dass wir etwas dagegen setzen können. Durch Farben, das schöne Pink zum Beispiel, die in den Augen vieler eher unmännlich wirken. Durch Fragen, die vielleicht naiv und unbequem scheinen. Durch Selbstorganisation, die den Eliten und politischer Stellvertretung den Boden entzieht. Wir sagen Nein zu Militarisierung und Krieg, zur Bundeswehr und Nein zum Bombenabwurfplatz. Nein zu einem G8-Gipfel, auf dem einige wenige Vertreterinnen mächtiger Staaten über das Schicksal der Welt entscheiden, auf dem sie ihre Weltordnungspolitik verabreden, die immer neue Kriege und immer neue Fluchtursachen in aller Welt schafft. Für eine freie Heide als selbstbestimmte Region statt militärisches Zielgebiet. Für die Wiederaneignung dieses und anderer Plätze zu schönen, sinnvollen Zwecken. Für einen kontinuierlichen Kampf im Alltag gegen militärische und patriarchale Strukturen. Nicht nur anlässlich des G8-Gipfels. Viel Spaß noch! Woo!